Hallo liebe Leute, heute mal mit einem anderen Video auf meinem Kanal von Antike 13 bzw. zum folterten Aquaforce. Aquaforce hat heute die beste Message rausgebracht, die es gibt. Und zwar möchte er anscheinend gerne YouTube verbieten, weil das Geschäftsmodell von YouTube angeblich darin besteht, dass man copyright-geschützte Materialien dort hochlädt. Das heißt, YouTube wird so verglichen mit MovieTO und Co. Das heißt, es wird behauptet, dass der Sinn von YouTube ist, einfach mal ein paar Filme hochzuladen. Das Leute oder Axel, tut mir gefallen, geh nach Hause, tritt zurück und informiere dich mal über das Internet. Ich würde dir da mal ein bisschen Wikipedia empfehlen, um bis zum Mitgriff, worum es überhaupt auf YouTube geht. Ne? Es geht darum, seinen eigenen Content zu machen, seine eigene Meinung zu sagen, aber nicht um copyright-rechtlich geschützte Materialien hochzuladen. Ihr Leute von der CDU habt überhaupt keine Ahnung, denn, wie ihr es so wisst, das Internet ist für euch Neuland. Ihr habt keine Ahnung von Internet. Weder wie es funktioniert, noch worum es geht. Das Einzige, was ihr wisst, ist, ihr braucht einen Upload-Filter. Ein Upload-Filter, um die Meinung der Leute zu zensieren. Um dafür zu sorgen, dass Menschen, die eine andere Meinung haben, wie ihr, einfach totzustellen. Herzlich willkommen in der DDR, Deutsche Demokratische Republik. Es wurde schon einmal versucht. Es ist schiefgegangen. Es nannte sich SED und Stasi. Aber daran sieht man mal, was Merkel und Co. ist. Eine Politik, die wir nicht brauchen. Also Leute, immer daran denken, zur Europawahl, nie wieder Internet, ach nein, nie wieder CDU, weil Internet wollen wir ja behalten. Jo, also, in dem Sinne, geht auf Demo am 23. in Berlin, haut rein von 13 bis 18 Uhr, glaube ich, scheint zahlreich und jo, zeigt mal der CDU, wer die Bots sind, die auf der Straße stehen und gegen sie demonstrieren. Und zur Europawahl, hey Leute, zeigt denen, wer ihr seid und wählt keine CDU. Beziehungsweise werde ich, wenn ich es nicht vergesse, unten einen Link reinpacken von Abgeordneten von der Europawahl. Wer für Artikel 13 stimmt, dann wisst ihr schon mal, wem ihr nicht zu wählen habt oder wem ihr nicht wählen solltet. Weil langsam reicht uns das. Also,